Er ist noch ein recht junger Boxer, der noch nicht viele Kämpfe gehabt hat, aber auch sein Gegner ist auch ein Boxer, der am Anfang steht. Ein recht vernünftiger Auswahl der Kämpfer. Wir hoffen natürlich, dass wir da einen schönen 4-Runden-Kampf sehen werden. Jetzt scheint es gleich loszugehen hier mit der Battle 6 Entscheidung der Manege. Da geht gleich los. Der Ringrichter erklärt nochmal die kurzen Ringregeln den Kämpfern. Ich bin gespannt. Es geht los. Oh, die gehen gleich richtig aufeinander los. Sehr disziplinierter Kämpfer, auch er ist sehr diszipliniert im Training. Da dürfen wir mal gespannt sein. Schöner Kampf. Beide in Normalauslage. Ja. Stefan ist sehr nervös, man merkt es. Er ist auch offen in der Deckung. Gerade eben kam wieder Amansch durch. Und auch jetzt, ja. Sehr schön. Schwerer Aufwärtshaken. Ja. Und gleichzeitig noch ein rechter. Ich glaube nicht, dass er noch mal hochkommt. Also, Wahnsinn. Erste Runde. Das war ein. Also, toller Aufwärtshaken. Toller Aufwärtshaken. Muss man wirklich sagen. Also, das Ding war ein K.O. Das war ein echter K.O. Alter Freund. Jawohl. Der Ringarzt, der Dr. Ralf Zart. Deswegen hat Dr. Ralf Zart kümmert sich jetzt den Stefanovic, der aber eigentlich auch schon sehr viele Kick- und Thai-Box-Kämpfe gemacht hat. Da kommt er nämlich her. Sollte ein bisschen mehr Härte haben. Gut, aber der Treffer ist natürlich, der Treffer ist natürlich schon hart gewesen. Ne? Da war ganz genau. Aber ich habe die schlechte Deckung von Stefanovic schon erwähnt gehabt und hat nicht lange gedauert. Und schon war es auch so. War sehr nervös, aber gut. Wir haben 14 Kämpfe heute Abend. Ja. Wir können nur hoffen, dass nicht jeder Kampf so ausgeht. War, toll, war ein toller Kampf, man hat gesehen. Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist, als wer aufgestanden hat, sich so weit erholt, der Ringarzt, grünes Licht gegeben, wunderbar. Sieger durch einen eindeutigen K.O. in der ersten Runde. Exakt 53 Sekunden. Ist aus der roten Ecke vom Bulldog Gym hier in Karlsruhe. Harmansch, Peschmerga. Ja, nach 51 Sekunden.